Die Vrill-Gesellschaft wurde in den 1920er Jahren in Deutschland gegründet. Die leitenden weiblichen Medien waren Maria Otzitsch, Sigrun, Gudrun, Traute und Heike. Das Vrill-Symbol hat die folgende Bedeutung. Links in schwarz das jetzige dunkle Zeitalter, das Zeitalter von Lügen und Täuschungen. In dieses Zeitalter werden wir durch eine dunkle Elite geführt, die Kriege nach Kriege erzeugt. In der Mitte sehen wir den Blitz der göttlichen Intervention und rechts in lila sehen wir das goldene Zeitalter. Liebe Landsleute, liebe Kameraden, liebe Kameradinnen, diesmal möchte ich ein Video machen über Ayahuasca. Ayahuasca ist ein Trunk, das aus einer südamerikanischen Liane hergestellt wird und noch eine andere Pflanze. Das heißt, das Wirkstoff in dieser Liane und in diesem Trunk ist eigentlich DMT, Dimethyltryptamine. Ich habe zum ersten Mal Ayahuasca genommen am 17. November 2018, nachdem letztendlich meine gesamte Familie das schon gemacht hatte. Meine Mutter, meine Halbschwester und mein Halbbruder und selbst Stefan W., ein guter Freund der Familie, haben es schon öfters davor gemacht. Weil ich letztendlich auf Risperidon war. Seit über 10 Jahren nehme ich Risperidon wegen meiner psychischen Anfälle. Ich habe offiziell die Diagnose paranoide Schizophrenie und bin eigentlich seit 10 Jahren in dieser Hinsicht arbeitsunfähig. Weil ich einfach nicht die Energie dazu habe, psychische Anfälle habe, als ob Geister mich angreifen. Und ich dachte letztendlich, dass Ayahuasca mir helfen könnte. Ich werde erstmal letztendlich die Erfahrung meiner Familie ein bisschen darstellen, dann von Stefan und dann werde ich auf meine Erfahrung hinarbeiten. Also meine Halbschwester, die hat auch ihren eigenen persönlichen Kanal erstellt, auf YouTube in Englisch. Ihr könnt ihre Erfahrung, wenn ihr letztendlich Englisch könnt, anschauen. Sie hat darüber auch ein Video gemacht. Meine Halbschwester hatte sehr intensive Erfahrungen in diesem Ayahuasca-Zustand. Die hat selbst am Kreuz gehangen und das Leid Christis gespürt. Und das war irgendwie zeitlos. Es waren Tage oder vielleicht Monate, um es zu begreifen. Sie hat auch ihre Traumas mit ihrer Fresssucht oder Essstörung verarbeitet. Und hat letztendlich Antworten gekriegt auf alles, was sie Fragen hatte. So wirkt eigentlich Ayahuasca oder der Geist Ayahuasca wird letztendlich durch diesen Trunk. Dieser Trunk wird eigentlich 24 Stunden lang gekocht. Der Wirkstoff ist DMT. Und letztendlich versetzt dieser Trunk dich in einen erweiterten Bewusstseinszustand, wo man letztendlich auch die Kontrolle aufgeben muss. Viele Leute sehen letztendlich so eine Muster, geometrische Muster ganz am Anfang. Und dann fängt ihre Reise an. Meine Halbschwester hat zum Beispiel auch den Endsieg mitsehen dürfen. Das heißt, sie konnte das komplett anschauen, wie die Wende stattfindet, weil sie weiß letztendlich auch die Wahrheit und ist in dieser Hinsicht sehr bewusst. Und das hat sie mit sehr viel Freude aufgenommen, letztendlich, dass der Endsieg sehr nah ist, dass die Wende sehr nah ist. Aber nachdem sie letztendlich dies erfahren durfte, musste sie es wieder vergessen. Weil sie darf letztendlich nicht wissen, wann es passiert. Das heißt, man hat so eine innere Bestätigung, eine innere Ruhe, dass es passieren wird. Man darf aber nicht genau wissen, wann es passiert. Für jede Person ist letztendlich die Ayahuasca-Erfahrung ganz anders. Man hat letztendlich auch ähnliche Zustände, zum Beispiel am Kreuz hängen, das kommt öfters vor. Einer hat gefragt, wie letztendlich überhaupt das Bewusstsein entstanden ist. Das heißt, der wurde zurückversetzt in eine sehr lange Zeit zurück, wo er letztendlich erfahren durfte, wie letztendlich Bewusstsein ursprünglich entstanden ist.
Also auf alle Lebensfragen kann Ayahuasca letztendlich eine Antwort geben. Gleichzeitig ist es eine sehr starke Entgiftung. Während der Ayahuasca-Zeremonie entgiftet man sehr stark. Das heißt, man muss sich übergeben, man muss öfters auf Toilette gehen. Das heißt, die Därme leeren sich letztendlich aus. Es ist angeraten, um vegetarisch zu essen einige Tage davor, also eine Woche davor. Man muss seine Ernährung umstellen. Kein rotes Fleisch, kein Kaffee, keine Tomaten. Also die genaue Anleitung gibt natürlich das Institut, wenn man sich da anmeldet. Die Innerlijke Reis, ne? Das holländische Zentrum, wo wir es gemacht haben, hat auf ihrer Webseite eine Anleitung, wie man sich letztendlich darauf vorbereitet. Und dann geht man dahin und trifft man die Leute. Und die Zeremonie dauert letztendlich 6-7 Stunden. Das heißt, man sitzt da, man legt sich einfach hin in der Runde, ne? Man hört Musik, die einen in Stimmung versetzen. Meine erste Erfahrung mit Ayahuasca war, ich durfte nicht abheben, weil ich schon mit meinem Geist im Jenseits bin seit 2007. Das heißt, ich kommuniziere mit der spirituellen Welt beinahe jeden Tag. Hauptsächlich weibliche Wesenheiten, aber die sehen menschlich aus und die helfen mir. Ich muss letztendlich auch zu Einsichten kommen. Also das ist letztendlich ein Gedankenprozess, ein Gedankenvorgang und ich muss halt begreifen, warum das so ist. Also sie helfen mir sehr stark. Und Mutter Ayahuasca hat genau dasselbe gesagt, was meine Mutter eigentlich gesagt hat. Es wäre nicht gut, so abzuheben, du musst geerdet werden. Dennoch, Mutter Ayahuasca hat mir geholfen, hat gesagt, dass sie mir helfen wird, mit den Medikamenten das abzusetzen. Ich habe sie am Tag davor abgesetzt und ich bin auf 2 Wochen komplett entgiftet, war chronisch ermüdet, habe über 7-8 Kilogramm verloren, kann langsam wieder essen, also ich habe das normalisiert sich langsam. Ich bin auf mein Idealgewicht von 83 Kilogramm und eigentlich war das eine sehr starke Entgiftung und gleichzeitig Entspannung. Also ich habe mich stark entgiftet auch mit Magnesiumchloridbäder, mit Backpulver, Bicarbonatpulver in Wasser, mit MMS. Gleichzeitig ist es durch meine Poren rausgekommen, den Tagen nach Ayahuasca. Also ich fühlte, wie ich entgiftete. Das war echt ein krasser Prozess. Und ich habe kaum etwas essen können, außer was ich ertragen konnte, war halt Apfelsaft, klarer Apfelsaft, das konnte ich noch trinken, kaum essen. Ich habe Gewicht verloren. Ich dachte, es würde sich nicht erholen, weil ich Angst hatte, ich müsste wieder die Medikamente nehmen, um essen zu können. Ich habe es aber nicht gemacht, ich habe es durchgehalten und ich fühle mich eigentlich besser und besser. Und deshalb mache ich auch das Video über Ayahuasca. Zusätzlich habe ich zu die Ayahuasca halt homöopathische Medikamente genommen. Meine Mutter hat repertorisiert und hat gesehen, welche Symptome ich hatte mit meinem Darm, mit dem Erbrechen, mit der ständig chronischen Müdigkeit. Sie hat mir dann halt homöopathische Medikamente gegeben, die haben auch gewirkt. Und danach hat sich auch mein Magen beruhigt. Das heißt, ich kann wieder normal Nahrung zu mir aufnehmen. Für jeder ist die Heilung etwas anderes. Also mein Werdegang zur Heilung ist nicht der Werdegang einer anderen Person. Das heißt, jeder muss erstens bewusst werden, dass sein Körper eine Erkrankung hat, dass der Körper nicht mehr gesund ist und muss letztendlich durch Wissen, durch Aneignung von Wissen herausfinden, wie er sich selber heilen kann. Ich habe schon ein Video gemacht über die verbotenen Krebsheilungen, die sehr viele ganzheitliche und alternative Heilungsmethoden zeigen. Das Video ist auf meinem 2. Kanal. Diese Bewusstseinswerdung und dann das Umsetzen. Das Umsetzen dieser Bewusstseinswerdung ist der nächste Schritt. Wie kann ich mich selber heilen? Welche Methoden gibt es, die mir verfügbar sind, die ich anwenden kann, um mich selber zu entgiften zum Beispiel? Ich gebe ehrlich zu, ich bin noch nicht ganz fit, ich bin noch nicht ganz arbeitsfähig. Ja, also die Amtsärztin hat mich vor einigen Wochen untersucht. Ich warte noch auf ihre Gutachten, ob sie mich arbeitsfähig erklärt. Aber in den letzten 8 Jahren war ich eigentlich nicht arbeitsfähig. Ich konnte eigentlich nur in meiner Freizeit diese Videos machen. Die habe ich auch sehr gerne gemacht. Wenn ich das selber einteilen kann, die Zeit, dann kann ich es machen. Aber sobald ich in den Arbeitsprozess reinkomme, bekomme ich Anfälle, erbreche ich und so weiter und so weiter. Also ja, ich will am liebsten gesund und heil sein und natürlich einen Job haben,
der eine Wirkung erzielt in der Gesellschaft, die nicht negativ ist, das heißt eine positive Wirkung auf die Gesellschaft, dass ich halt so einen Beitrag leisten kann. Leute, die mich natürlich auf YouTube kennen, sagen, ich mache eine gute, hervorragende Arbeit, um die Stimmung der Bevölkerung, zumindest von den Leuten, die mich anschauen, aufrechtzuerhalten und Hoffnung zu geben, stimmt. Aber gleichzeitig ist meine Zuschauerschaft nicht groß genug, damit ich letztendlich davon leben kann. Da brauche ich mindestens 100.000 Abonnenten. Ich werde aber diese Videos weitermachen, unabhängig davon, ob ich jetzt arbeitsfähig bin oder nicht arbeitsfähig bin. Also das heißt, ich werde es in meiner Freizeit machen. Ich werde so gut wie möglich weitermachen, Aufklärungsarbeit betreiben und natürlich auf den NC-Kin arbeiten. Da sind verschiedene alternative Kanäle auf YouTube, die tiefer eingehen auf diese Psychonauten, das heißt die Erforschung des Geistes eigentlich, mittels eigentlich Wirkstoffe. Da ist ein sehr guter Kanal, The Drug Education Agency. Die machen Videos tatsächlich über verschiedene Wirkstoffe, unter anderem DMT. Und die erklären es auf einer sehr guten Art, wie sie eigentlich wirken und funktionieren. Das heißt, es ist eine Erziehung, das heißt eine Education und nicht so eine Propaganda und negative Beeinflussung, um dich zum Beispiel heroinabhängig zu machen. Ne? Wir müssen letztendlich diese Wirkstoffe in der Natur wahrnehmen und die eigentlich anwenden, wenn die letztendlich uns heilen können von bestimmten Krankheiten. Und Ayahuasca ist eine Heilungspflanze, so wie eigentlich auch Cannabis. Cannabis ist auch eine Heilpflanze. Der Link zu der Drug Education Agency ist in der Beschreibung. Ja, ein guter Freund von mir, Stefan W. aus Hamburg, hat auch zweimal Ayahuasca jetzt gemacht. Und in seiner ersten Episode, also Ayahuasca-Erfahrung, musste seinen Schwur für die Wahrheit erneuern in so einem Tempel, das aussah wie Tempel in Altgriechenland. Das war ein so lichtdurchfluteter Tempel und überall gut aussehende Arier, also gut aussehende weiße Männer. Und die haben alle so eine Robe angehabt. Er hat mich sehr gut beschrieben, ich konnte es mir gut vorstellen. Und er hat mich da auch gesehen. Also eine Projektion von mir war in der Erfahrung von meinem Freund Stefan W. Das ist nicht das erste Mal, dass ich höre, dass meine Projektion, also autonome Projektion, im Jenseits wirken. Ein guter Freund von mir aus Amerika hat mir auch mal geschrieben, dass wo ich letztendlich Videos gemacht habe über die Heilwirkung von Kristalle, also Kristallheilkunde, da hat er mir gesagt, dass er einen lebendigen Traum hatte, wo ich angeblich aus der Zukunft kam, mit Kristallen an meinem Körper oder an meinem Gürtel und ich gesagt habe, es wird alles gut werden, wir müssen nur noch weitermachen und da durchgehen. Das heißt, es wird wirklich schlimm werden, aber wir schaffen das schon. Das heißt, Projektionen von mir sind im Jenseits tätig. Manchmal sehe ich die nicht, manchmal nicht. Die Erfahrung, die sie aufbauen, nehme ich unbewusst wahr. Das heißt, bewusst nehme ich nicht die Erfahrung auf von meinen Projektionen. Meine Mutter hat bei ihrer Zeitnah-Ayahuasca-Erfahrung die Traumas ihrer Jugend, also die Beziehung zu ihrer Mutter, war nicht gesund, eher krank. Und sie musste sich loslösen von dieser gedanklichen Sklaverei der Mutter eigentlich und hat das in ihrer Ayahuasca-Erfahrung verarbeitet. Gleichzeitig hat sie auch all ihre Beziehungen zu ihren Männern verarbeitet in ihrem Leben. Mutter Ayahuasca hilft ja bei der Loslösung von Traumas. Das heißt, bei mir wurden einfach die Traumas hochgehoben und ich habe das geschaut und dann angefangen zu weinen. Ja, so. Und die Mutter Ayahuasca probiert, also diese Traumas zu lösen. Es ist ein sehr gutes Mittel, um Traumas zu lösen. Also der DMT, also der Wirkstoff, sorgt dafür, dass man in Kontakt tretet eigentlich mit dem Geist der Mutter Erde. Und diese Geist der Mutter Erde hat eine Darstellung, die halt menschlich ist. Das ist eine Projektion der Mutter Erde. Und das ist halt Gaia, das ist Mutter Ayahuasca. Manchmal zeigt sich auch als eine Schlange oder als irgendein anderes Tier. Also auf YouTube gibt es sehr viele Erfahrungsberichte über die Ayahuasca-Zeremonien, die letztendlich in Holland und in Deutschland gemacht werden. In den USA sind die Ayahuasca-Zeremonien vollkommen legal, auch in den Niederlanden. Und ich könnte jeden nur anraten, der seinen Geist erweitern möchte, der Traumas lösen möchte, der von Medikamenten eigentlich runterkommen möchte, der kann letztendlich Ayahuasca probieren. Wir wollen letztendlich Ayahuasca nochmal machen, im Februar, Anfang Februar. Vielleicht können wir zusammen eine Ayahuasca-Erfahrung machen. Schreibt mir einfach auf meine E-Post alexander-kern-12@yahoo.com oder schreibt letztendlich die Innerliche Res. Das ist letztendlich ein Zentrum von vielen Zentren, die existieren. Aber mit der Innerliche Res, wo wir waren, haben wir eine sehr gute Erfahrung gemacht.
Ich werde den Link zu Innerlich Gewährs in der Beschreibung setzen. Ihr könnt deren auch eine E-Post schreiben und nachfragen, wann ihr das tatsächlich erstmal machen wollt. Und theoretischerweise können wir das auch mal zusammen machen. Es ist 12 Personen pro Mal maximal oder 13 Personen. Also es können nicht hunderte Leute gleichzeitig das machen. Aber wenn ihr euch da anmeldet und da hinschreibt, dann sagt einfach die Referenz Alexander Kern, mich. Und die werden dann Bescheid wissen, dass ich euch dahin referiert habe. Ayahuasca wird letztendlich mehr und mehr angewendet weltweit. Das ist wirklich letztendlich explodiert in den letzten 20, 30 Jahren mit dem Bewusstseinswandel. Und viele Leute haben dadurch wirkliche Heilung gefunden und wirklich innerlichen Frieden gefunden. Weil all ihre Fragen wurden in dieser Hinsicht beantwortet über die Schöpfung, über ihr eigenes Leben. Viele Leute, die Ayahuasca letztendlich machen, erfahren den Tod öfters, um zu begreifen, dass es letztendlich der irdische Tod ist, dass die Seele befreit wird. Wenn man das erlebt, diese Transformation, dann versteht man, dann verliert man seine Angst vorm Tod. Oder man erlebt die Geburt wieder. Das ist auch ein transformativer Prozess. Viele erleben das auch. Also für jeden ist die Ayahuasca-Erfahrung etwas anderes. Je nach Bedarf wird es angepasst. Aber die Gruppe letztendlich, die harmonisiert miteinander. Das heißt, alle Erfahrungen voneinander gehen aufeinander an, synchron aufeinander ein. Das heißt, man hört gerade einen Satz von irgendjemand, der irgendetwas sagt, und es läuft gerade im richtigen Moment, wo man das gerade erfahren sollte. Es ist komisch, das zu beschreiben, aber die gesamte Erfahrung ist, als ob es eine große Synchronizität ist. Und es ist heilend, es ist entgiftend und die Psyche wird auch geheilt. Also ich kann nur jeden anraten, das mal zu probieren, seinen Geist freizulassen, mit Mutter Ayahuasca kommunizieren und akzeptieren, dass Heilung möglich ist. Erst wenn der Geist akzeptiert, dass Heilung möglich ist, kann man überhaupt heilen. Wie man das jetzt tut mit Homöopathie, Kräuterheilkunde, Akupunktur, Schamanismus, das müsst ihr selber dann entscheiden und selber dann recherchieren. Auch Kristallheilkunde ist möglich. Ja, also es gibt Möglichkeiten. Ja. Und wenn wirklich ihr nicht mehr hier sein wollt, steht ja auch in der Bibel, dass das Tragen des Körpers so schwer sein kann, so eine Last sein kann, dass man eigentlich seinen Körper abgeben will, ja, dann muss man halt seinen Körper abgeben am Ende, wenn die Wende passiert und die Auserwählten ins goldene Zeitalter eintreten. Manchmal fühle ich mich auch richtig dreckig und fühle halt, wie mein Körper mich runterzieht und runtermacht. Und dann habe ich wirklich Momente, wo ich denke, ich will einfach nicht mehr weiterleben. Ja, also ich denke, es ist viel einfacher, ohne Körper zu existieren, weil allein den Körper tragen ist schon so eine Last. Nun, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt bezüglich Ayahuasca, ich bin kein Experte, aber ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben. Ah ja, ich habe noch ein Buch letztendlich, das letztendlich die Wirkstoff DMT ganz durchnimmt. Ne? DMT. Das Molekül des Bewusstseins zur Biologie von Nahtoderfahrung und mystischen Erlebnissen von Dr. Matt Rick Strassmann. Das ist eigentlich ein Arzt, der das wirklich beschrieben hat, auch in wissenschaftlichen Wörtern. Das heißt, es ist anstrengend, um zu lesen, aber sehr informativ, sehr aufschlussreich. Und die Erfahrungen, die da drin vorkommen, also die haben wirkliche Studien gemacht mit DMT. Und die Erfahrungen, dass die Patienten beschreiben, gehen von außerkörperlicher Erfahrung bis hin zu Außerirdischen, dass sie probieren immer aus deren Körper zu ziehen oder so. Und einer hat selbst diese drachenähnlichen Außerirdischen gesehen, also die Reptilienwesen oder Dracos. Das heißt, dieses Buch bestätigt eigentlich zum Teil, was ich auch in meinen Videos schon sage, dass diese Wesenheiten wirklich existieren. Also der Link könnt ihr auch auf Amazon bestellen. Ihr müsst letztendlich selber eure Gedanken darauf einlassen, dass sowas möglich ist, so ähnlich wie außerkörperliche Erfahrungen. Man muss drüber lesen, man muss Erfahrungsberichte auf YouTube angucken, dass eure Gedanken das schon mal einordnen, dass so etwas möglich ist. Ne? Und dann der nächste Schritt wäre dann halt, dass ihr halt das probiert und das tut. Ihr habt die Möglichkeit im Zentrum, man kann hinfahren, es fängt meistens um 10 Uhr an, das heißt, man trifft sich da um 10 Uhr morgens. Es geht bis 4, 5 Uhr nachmittags, 6 Uhr nachmittags. Ihr habt aber die Möglichkeit, da zu übernachten für 25 Euro. Das heißt, wenn ihr nicht fahrtüchtig seid, was wirklich sein kann, das heißt, die Erfahrung ist sowas von stark und sowas von beeinflussend, dass man nicht mehr fahren kann, dann kann man da übernachten. Und
am Ende wird jeder geheilt werden, wird jeder auch einen gesunden Körper haben, am Ende wird jeder die Wahrheit wissen, nach der Wende, wenn das goldene Zeitalter beginnt, das Massenerwachen, das heißt, das Bewusstsein, also das Massenerwachen, das wird stattfinden, es findet schon statt, für diejenigen, die schon suchen. Also Hoffnung, wir haben die Hoffnung, dass es am Ende gut wird. Wir wissen, dass es alles passieren wird, was noch passieren muss. Die Prophezeiungen haben es ja beschrieben. Massenimmigration nach Europa, bürgerkriegsähnliche Zustände in Frankreich und in Deutschland und so weiter und so weiter. Und natürlich auch den provozierten Krieg, das sie planen. Es ist schlimm und schrecklich, was die Prophezeiungen darstellen. Aber wir müssen niemals die Hoffnung auf den Endsieg aufgeben. Ja? Viele Grüße aus Bad Pentheim, Deutschland. Und tschüss!